Hallo und ganz herzlich willkommen hier am Görres. Mein Name ist Nikolas Kamin. Und ich bin Julius Kirchmeier. Wir werden euch eine kleine Rundtour durchs Görres geben, damit ihr alles sehen könnt und gut vorbereitet seid. Während wir hier noch die Aula sehen, werden wir jetzt gleich unseren wundervollen Schulhof erleben, wo man Tischtennis spielen kann. Hier ein spannendes Duell unserer Altsprachen Latein und Griechisch. Und hier geht's auch zum Mädchenklo oder zu den Toiletten im Allgemeinen. Einmal schnell reingeblickt, hier machen die Leute ihr großes Latrinum und man kommt auch über die Treppen zu den Klassenräumen. Genau, hier seht ihr nämlich jetzt den Gang, wo eure Klassenräume liegen werden, im Erdgeschoss, direkt neben unserem Foyer. Und wir betreten jetzt einfach mal die Klasse 5a. Die Klassenlehrer hier sind Frau Leuven, die sieht man da ganz schön mit den blonden Haaren, und Frau Taddix. Weiter geht es mit der 5b. Die Klassenlehrer hier sind Frau Schreiber, die hat uns auch bei diesem Film geholfen, und Herr Mark, der uns ebenfalls zur Seite stand. Herzlich willkommen, 5b. Tatsächlich geht es jetzt weiter mit der 5c unserer Singklasse. Die Klassenlehrer hier sind Frau Haas und der Herrchenbach. Frau Haas ist die ohne Bart, die ist nicht im Film mit, und der Herrchenbach der mit. Und last but not least, unsere Klasse 5d. Die Klassenlehrer hier sind Frau Unzeitig und Frau Lüken. Wir haben im Übrigen immer zwei Klassenlehrer für jede Klasse, um einfach die absolute Betreuung bieten zu können. Und die Frau Unzeitig, die wartet schon ganz gespannt auf euch und freut sich, euch ab dem nächsten Schuljahr unterrichten zu können. Nehmt doch Platz und die Reise durch die Schule beginnt. Im Schnelldurchlauf gehen wir jetzt nochmal runter in unser Foyer. Denn der direkte Nachbar der Klasse 5a ist schon eine ganz wichtige Person in unserer Schule. Das ist nämlich unser Hausmeister. Sollt ihr irgendwann mal was verloren haben oder irgendwas kaputt sein, könnt ihr euch immer bei Herr Hane melden. Weiter geht's in dem Sekretariat mit Frau Linden und Frau Skauratsun. Hier wird alles Organisatorische geklärt. Wenn es euch schlecht geht, könnt ihr euch ja abmelden oder irgendwelche Bescheinigungen auch abstempeln lassen. Dann jetzt unser Schulleiter Herr Kuhn. Herr Kuhn hilft gerade einen Schüler bei irgendwelchen Problemen. Er ist immer schwer beschäftigt. Und ab geht's zu unserem stellvertretenden Schulleiter Herr Josefs. Die Maske tragen wir heute wegen den Einschränkungen von Corona. Und jetzt sehen wir unsere wunderschönen Treppen im Hauptgebäude, die von der Oberstufe gestaltet wurden in Zusammenarbeit mit den Kunstlehrern. Rein ins Refugium. Das Refugium ist eine Art stiller Ort, nur ohne Toiletten. Rechts ist ein Krankenzimmer, solltet ihr euch irgendwann mal verletzt haben und ein Icepack reicht nicht, geht ihr dahin. Wir haben auch ganz viele Stühle und ein paar Schüler, die spielen. Wir haben Bücher und wir haben in dem Refugium absolut alles. Hier findet auch eure Mittagsbetreuung statt. Frau Kiers heißt euch ganz herzlich willkommen. Hier sehen wir auch nochmal Frau Kiers, die gerade spielt. Und weiter über unsere schönen Treppen geht es zu unserem Lehrerzimmer, dem Herz unserer Schule. Warten wir mal, bis wir angekommen sind und genießen die schönen Treppenstufen. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Buch. Und hier sind wir beim Lehrerzimmer. Eigentlich darf man da nicht reinschauen und deswegen werden wir auch schnell von der Chinchol abgeblockt. Und wir können nur sagen, herzlich willkommen. Liebe Sextaner, im Görres. Das hier ist jetzt der Bioraum. Herr Herrchenbach, den ihr gerade eben schon gehört habt, und Frau Leuven sind beispielsweise Biolehrer. Im Bioraum haben wir das beste Equipment. Von Körpern bis über zu Skeletten. Und das ist unser Görres-Merch. Den müsst ihr euch sichern. Wunderschön. Im Kunstraum wurde der hergestellt von Herr Steiner, ein Kunstlehrer. Und hier wird gerade an Porträts gearbeitet von Schülern und Lehrern. Wir werden eben mal schnell einen schnellen Blick drauf werfen. Die Lehrerin links von uns ist im Übrigen Frau Schmitz. Vielleicht sind die Lehrer nicht ganz so zufrieden, aber wer weiß. Das ist jetzt der Musikraum. Hier haben wir alles komponiert, wie auch unseren schönen Schulsong, den ihr bald hören werdet. Da seht ihr sogar unseren Fernsehturm. Besser geht's doch nicht. Und jetzt gehen wir nochmal runter. Ihr müsst leider laufen. Wir können hier eine schöne Kamerafahrt genießen. Und wir sind jetzt bei unserer Turnhalle. Was für Talente wir hier sehen. Ja,
Ja, Körbe werfen. Ich kann es leider nicht so gut. Ich bin nicht sehr sportlich. Und jetzt, das ist ganz interessant. Schau dir mal diese Aktion an. Das ist nämlich unser Kiosk. Und wenn man beim Kiosk was schaffen will und sein Croissant gewinnen will, muss man schön antäuschen können. Man muss den Windschatten ausnutzen können. Genau. Und, nee, na, da wurde man erwischt. Das hier ist der Vertretungsplan. Da seht ihr, wenn ihr Vertretung habt und ab der 7. Klasse gibt es das schöne Wort Entfall. Da habt ihr einfach frei. So, nun findet unsere Reise allerdings auch in unserem Turm der Weisheit ein Ende. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen und bis bald!